Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Fullmetal Let's Plays hier auf meinem Channel. Ich würde sagen, wir rennen direkt weiter, ne? Ab Richtung Shark. War das hier oder hier? Hier, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, wir rennen einfach mal los. Wir dürften es jetzt ja bald entdecken und dann läuft die Geschichte. Ich bin super gespannt. Zu viert zu sein wäre schon absolut genial, vor allem so früh im Spiel. Wäre das schon... Ah, bitte alle, ja. Wäre das schon echt der Hammer. Gucken wir auch mal, dass wir da gut ankommen und dann bin ich wirklich guter Dinge. Ich hoffe einfach, dass wir Glück haben. Es wäre schon richtig, richtig nice. Verzeiht im Übrigen, ne, falls es hier irgendwie so ein bisschen Greenscreen-Issues gibt ab und zu, so in diesem Bereich meiner Cam-Spur. Ich sehe es nicht ein, da wegen so ein bisschen Wischiwaschi irgendwie hier meine zwei Lichtkegel anzumachen. Schaut mal, so wäre mit. So ist ohne. Merkt man basically quasi keinen Unterschied, bis auf bei den dunkleren Stellen hier, ne? Und da sieht man es dann wahrscheinlich auch eher mit geschultem Blick als... Na, wie dem auch sei, dafür mache ich keine zwei Lichtkegel an. Ich denke, das passt, ne? Ich glaube, da ist mir niemand böse, hoffe ich doch mal. Genau. Ich bin jetzt wirklich ultra gespannt. Na, wir könnten mega Glück haben. Unabhängig davon, ob da ein Skelett ist oder nicht. Ah, guck mal, wir haben doch noch Glück. Hier, Sumpfschildkröten. Na, endlich. Warum sind die nur so süß? Warum seid ihr nur so süß? Was machst du denn da? Müssen wir mit dem Rüssel spielen? Ja, gell. Was wird da gerüsselt? Einfach ein bisschen am Abrüsseln hier, ne? Finde ich stark. So, und da sind wir auch schon, oder? Ist das... Ah, ne, ist nochmal ein Dorf. Das ist nicht Shark, oder? Doch, das ist Shark. Ja, klasse, dann rein da. Ja, moin, Leute, ne? Aber der Shark ist schon auch echt riesig. Gibt's hier nicht mehrere Bars? Also klar, hier gibt's, ja, die Bar. Dann natürlich Dance in Skeleton. Alter, stellt euch vor... Das tanzende Skelett. Ja, lieben wir doch. Hä? Ach so, ah, ja, klar. Laden. Ich war gerade irgendwie kurz verwirrt, weil ich hier drauf geklickt habe, auf das Skelett. Und dann so, ja, das tanzende Skelett. Und ich war gerade irgendwie kurz, imagine, es wäre jetzt so ein übelstes Easter Egg. Na, so ein richtiges Gimmick, das noch niemand entdeckt hat in Kenshi. So, du kannst irgendwie, wenn du das tanzende Skelett hier oben auf dem Banner, genau, was weiß ich, genau guckt, genau hierhin musst du klicken, genau in diesen kleinen Dinger rein, ne? Dann kannst du das rekrutieren und dann ist das so ein Unique Recruit, ne? So ein Skelett mit allem auf 500 oder so, ne? Hier alles 500. Und es geht quasi Sword and Shield rein, beziehungsweise Hut und Stock. Oh Mann, das wär schon richtig gut, oder? Sowas würde ich gestört feiern. Imagine, es hätte einfach noch niemand rausgefunden. Und Chris Hunt und Team Lo-Fi hätten einfach so richtig gegatekeept, dass es das gibt. Na, das wäre schon irre gewesen. So, wie sieht's denn aus? Haben wir Glück mit einem Skeleton? Sieht nicht so aus, ne? Der Regal. Ach so, ich dachte gerade schon. Barschläger, ja. Daher schon, der Typ heißt Regal. Wäre zu gut gewesen. Cat. Haben wir wohl kein Glück, wie es aussieht, ne? Vielleicht kommt noch was reingelatscht. Wer weiß, maybe haben wir Glück. Na, wer kommt hier noch so? Ja, Double wäre halt am Start. Bringt uns leider nix. Und sonst sieht's hier schlecht aus, ne? Ja, ja. Leider kein Glück. Grün ist auch super geil, ne? Gar keine Frage. Stubbs, Momuso, Klare Sache. Aber sonst niemand hier am Start. Tja, dann gucken wir mal noch in die andere Bar. Vielleicht haben wir da noch richtig hart Glück. Ich wage es allerdings etwas zu bezweifeln. Ich meine mich zu entsinnen, dass eine Bar immer super leer war hier, oder? Und das wird dann höchstwahrscheinlich diese hier sein, I guess. Was? Was wurde da gerade gesagt? Ich bin kein Mensch. Wer hat das gesagt? War da ein Schwärmer? Grün? Nein, wirklich, ich bin kein. Ich bin kein Nebelschwärmer. Ich bin ein gewöhnlicher Schwärmer. Ja, ja, Grün hat schon recht. Ach, der arme Grün. Er ist schon cute. Okay, Alter, hier sind doch auch nochmal ziemlich viele Leute am Start. Mew. Den haben wir hier noch. Aha, oh. Patch. Da haben wir unser Skeleton, ne? Ist der über die Mod am Start? Der Patch?
Sieht fast so aus, oder? Ich hätte ihn mal noch nie gesehen, direkt mit Katana. Das wäre natürlich nice. Oh, und wen haben wir da? Worf. Oh ja, mit einem No-Dachi. Das wäre halt eigentlich unsere legendäre Chance, direkt zwei zu rekrutieren. Ich habe es gerade nicht verlauten lassen, aber hier stört mich ein bisschen. Das müsste man sich halt genauer anschauen. Hier haben wir halt Kopf 150. Verzeiht, ich weiß nicht, ob ich überhaupt zimperlich damit sein darf, welche Skeletons ich rekrutiere. Wisst ihr, wie ich meine? Ob wir überhaupt insgesamt auf 8 kommen. Ich meine, ein Unique Skeleton weiß ich noch genau, wo es ist. Mhm, und ansonsten sind die restlichen Randoms. Wir holen jetzt hier das vierte rein, das heißt, danach müssen wir noch 4 weitere finden. Ich muss ehrlich sagen, sorry, aber Kopf 150 spüre ich nicht so. Wäre es jetzt Bauch oder Brust, das wird zwar häufiger getroffen, aber wisst ihr, Kopfrüstung können wir halt nicht anziehen. Na, also Kopf 150, weiß ich nicht. Würde ich echt sagen, wir tendieren eher zu ihm hier, oder? Auch wenn natürlich hier hätten wir halt einen uniken Look. Und vielleicht sagt die Mod ja auch, hey, der kann dafür andere Dinge besser, was weiß ich. Boah, ich bin gerade ein bisschen am... Ich weiß es nicht, ne? Aber wenn die Mod ihn hier rein platziert hat, dann ist er hier immer. Wisst ihr, wie ich meine? Also in dem Sinne sind wir da safe. Ihn nehmen wir auf jeden Fall mit, weil er ist ein Random Spawn. Er kann hier spawnen, muss aber nicht. Das heißt, ihn nehmen wir auf jeden Fall an, oder? Ganz klare Sache. No-Dachi gefällt mir auch super, will ich genauso mitnehmen. Hier, wir tun alles, um zu überleben. Doch das ist irgendwo offensichtlicher als in den Sümpfen. Schreite vorsichtig voran, Reisender. Denn in dieser Stadt zertrampeln die Starken die Schwachen, um zu überleben. Wenn du meinen Schutz brauchst, kannst du ihn für 2,5k Cats haben. Okay. Ja, dann rein. Ich rekrutiere dich. Da Worf. Na? Würde ich sagen, diese Farbe, haben wir die schon? Ich finde halt die dunklen Skeletons irgendwie schon ziemlich cool. Aber so Sandfarben vielleicht mal noch irgendwie so, oder? So ein leichter Orangeton. Ja, komm, das nehmen wir. Okay, und dann müssen wir natürlich hier jetzt mal ordentlich reingehen, ne? Wir brauchen schon noch mal ein paar coole Haltungen. Der geht mit dem Katana rein. Na, also ich sehe ihn beim Katana. Wenn er das No-Dachi auch einfach schon dabei hat, dann wäre er hier natürlich gestört. Auch in Anlehnung an unseren letzten Charakter, ne? Aber haben wir noch was auch irgendwie so ein bisschen, yo, ich bin furchtloser Samurai suggeriert. Oh ja, das ist natürlich auch super cool. Junge, warum sind die alle so cool auch, ne? Es gibt zu viele coole hier. Sowas brauchen wir halt dringend auch noch, gell? So ein Jojo-Squad. Das wäre schon auch geil. Das liebe ich schon auch. Ja, komm mal, das tut's mir an. Worf, was kriegst du denn für einen coolen Namen? Scheiße, ich sollte mir eigentlich mal vorher geile Namen auch noch überlegen, die wir mit reinnehmen. Was ist denn ein cooler Robot aus irgendwelchen Sachen? Oh, wisst ihr, wer eigentlich ein cooler Robot Schrägstrich dann irgendwann auch mal Cyborg ist, den wir mit reinnehmen sollten? Bartholomeus Bear, na Kuma aus One Piece. Gerade in Anbetracht der letzten Chapter werde ich hier auf jeden Fall gar nicht spoilern, aber ne, uiuiui. So als Martial Artist, das könnte der Martial Artist werden. Brauche ich aber trotzdem noch einen Namen. Ich schaue mal auf meinen Ghibli-Poster. Ja, da habe ich natürlich direkt 1000 Namen, gell? Die Frage ist, ob die so gut passen. Aber komm, einfach weil wir noch nie einen hatten, oder? Ashitaka, Junge, das passt einfach. Komm, da Ashitaka, den nehmen wir mit. So, wir müssen hier aber trotzdem noch ein bisschen rumkrümeln. Ne? Ashitaka ist nicht ganz so groß. Ich will, dass sein Schwert fast so groß ist wie er. Ja, oder? Doch. Muss schon sein. Ashitaka ist ein ganz, ganz kleines, fragiles Kerlchen. Glaubt mir, das wird gut. So, Halsposition, du hast einen ganz ungesunden, ne? Genau. Nimm den mal ein bisschen zurück. Uiuiui, da müssen wir von vorne gucken, damit das hier nicht doof wird. Ja, so, oder? So, ja, safe. Beinlänge, könnten wir ihn noch kürzer machen. Aber ich würde sagen, so passt, oder? So ist sein Schwert ungefähr so lang wie er. Das finde ich klasse. Okay, Schultern. Ja, ein bisschen mehr Schultern darf schon haben. Armumfang, ja.
Oh, das wird wieder cool. Freue ich mich schon drauf, nachher wieder hier ein Skelett auszuschneiden fürs Thumbnail. Ich muss euch ehrlich sagen, ich mache das ja gerne in letzter Zeit. Ich meine, viele von euch haben es bestimmt schon mitbekommen, dass ich so meine Thumbnails ein bisschen anpasse über die Episoden hinweg, dass irgendwie neue Gear hinzukommt, neue Charakter dazukommen. Hä? Nein, wisst Bescheid. Gerade bei Gothic ist das auch so eine Geschichte, würde ich behaupten. Aber bei den Skeletons ist es super unchillig. Man muss einfach sagen, es macht nicht so viel Bock, die Skeletons auszuschneiden. Also ich meine, guckt es euch an, wir haben hier überall Freiräume. Du schneidest ja erstmal immer die äußere Struktur aus. Dann muss ich hier irgendwie da dazwischen schneiden, hier dazwischen, da dazwischen, hier dazwischen, hier dazwischen. Und wenn du dann irgendwie noch so von der Seite und die Beine sind auch immer richtig crazy. Ich meine, guckt es euch an, ne? Da hier mit diesem Gestänge und so. Also muss ich diesmal gucken, dass ich das so ablichte, dass ich möglichst wenig Schnittaufwand habe. Das werde ich diesmal werde ich ein ganz, ganz klar gewähltes Profilbild machen, damit ich auf jeden Fall direkt irgendwie. Ja, Shitaka braucht ein ganz schmales Gesicht. Und eher einen fragilen Hals, glaube ich, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, komm. Nee, mach mal so kurz wie geht. Kiefer ändert sich bei denen immer nur so eine Textur. Welche war das nochmal? Oder war das das, wo sich gar nichts ändert? Naja, wie dem auch sei. Ashitaka gefällt mir. Was sagt ihr? Der wird ein Rockstar, oder? Junge, einfach Ashitaka rein da. Okay, Ashitaka, dann nimm mal deine Position an, direkt nachdem du dich einmal bewegt hast. Ja, genau. Ja, bitte. Oh Mann, Ashitaka, ich habe viel zu viel Bock auf dich. Oh, geil, du hast sogar was dabei. Das ist ja klasse, ne? So, was kannst du denn schon? Katana 6, schwere Waffen 8, Junge. Hacker 7, stumpfe Waffen 7. Können wir mal hier richtig auswählen, ne? Zähigkeit minus 2, perfekt. Das ist klasse. Nahkampf, Angriff und Verteidigung. Athletik schon mal 10, Alter. Stark, ne? Dann würde ich sagen, Ashitaka, willkommen an Bord, ne? Wie er sich hier so meldet. Yo! Ich weiß es, ne? Wir prügeln sie dumm. Das ist eigentlich fast immer die Lösung, oder? Zumindest Kenshi. Du bist nicht von hier, oder? Willst du Stress, Hiroto? Mir gefällt dein Name, aber wenn du Stress willst, prügeln wir dich kaputt. Hey, hey, hey. Ich hatte eine Planke. Was tust du mir an, Schwärmer? Verdammt, das waren meine letzten Cats. Das ist mein Revier und ich habe hier das Sagen. Ah, er ist von den Steinratten. Dann würde ich sagen, wir verpissen uns jetzt einfach, oder? Ich glaube, die gehen nach einer gewissen Weile einfach aggro. Oder war das nicht so irgendwie in der Art? Das muss jetzt gerade nicht sein. Ja, ja, Steinratten, Junge. Alle finden dich voll krass. Du bist so crazy und alle huldigen dir. Also zeigst du mir etwas, Einfallspinsel? Hm? Respekt will er haben. Von uns. Wenn du jetzt gleich alleine aggro gehst, dann schlagen wir dich zusammen. Ja. Bist du stumm oder was? Nee, wir haben nur einfach keinen Bock, uns auf dein Niveau herabzulassen. Du Rattenjunge, ne? Okay. Naja, wie dem auch sei. Alter, Leute, Ashitaka mit dem Nodachi. Ja, ich lieb's. So sind wir original, oder? Wie war das hier? Joe, Jack, William und Aberyl. Oder? Ja, hier von Lucky Luke, die Daltons. Wisst Bescheid, ne? Genau so rennen wir gerade. Stark. Doch, finde ich gut. Oh Mann, ich liebe unser Squad auch jetzt schon. Er ist da immer noch am Rüsseln. Ich meine natürlich, er ist da immer noch am Rüsseln. Das ist ja super interessant. Aha. Ich gebe euch einen dieser P-Insight. Ab und zu muss man ja auch mal Dinge revealen. Das ist ja schon ganz wichtig, oder? Ich war früher eigentlich immer ziemlich uncomfy mit meiner eigenen Stimme. Mittlerweile ist es mir so scheißegal wie nichts anderes auf der Welt. Aber es gibt schon Leute, die echt gesegnete Stimmen haben. Für mich, ich glaube, ich habe schon oft erzählt, oder? Ist es auf jeden Fall die Synchrosprecherin von zum Beispiel Shinobu Kocho aus Kimetsu no Jaiba, also Demon Slayer, ne? Junge. Also ich glaube, das ist wirklich die schönste Stimme, die ich kenne. Oder die ist zumindest ziemlich weit vorne mit dabei. Und deswegen ist auch eigentlich eine Schande, dass ich ihren Namen immer wieder vergesse. Na? Zumal ich mir japanische Namen abgesehen davon eigentlich super gut merken kann. Also ich weiß ungefähr, wie jeder Mangaka und deren Urgroß-Omi heißt. Aber bei ihr vergesse ich es irgendwie immer wieder. Generell Synchrosprecher weiß ich gar nicht so viel, wie ich gerne wissen wollen würde. Da gibt es einige Stimmen, die ich extrem sick finde. Die ich mir aber leider irgendwie nie merken kann, wie jetzt genau der Synchro
Sprecher, die Synchrosprecherin hieß. Ne? Also, da bin ich ein kleiner Kacklappen. Aber man kann sich halt auch nicht alles merken. Ne? Zumal das halt auch so Sachen sind, wo man sich immer denkt, solange ich diesen, um hier ein bisschen philosophisch zu werden, solange ich diesen Gegenstand als einzelnen Gegenstand aus der Menge greifen kann, so dass es jetzt kein Problem für euch wäre, nachzugoogeln, wer diese Madame ist und was, wie ihre Stimme klingt. Ne? Das ist mir ja trotzdem möglich, auch ohne den Namen zu wissen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich finde immer, sobald sowas der Fall ist, ist es auch nicht nötig, sich so etwas zu merken. Das ist immer, man kann dann immer sagen, okay, ja, wenn man so argumentiert, dann ist ja bei gar nichts nötig, sich das zu merken. Jein. Na, also ich würde behaupten, es ist schon cool, über Dinge Bescheid zu wissen, die man alltäglich nutzt, braucht, wissen sollte, könnte. Na. Klar kann man auch da sagen, kannst du ja alles googeln, aber ich würde mal behaupten, in unseren sozialen Geflechten und Konventionen ist es nicht unbedingt gern gesehen, wenn du gerade mit einer Person sprichst und dann auf einmal dein Handy zückst und erstmal 5 bis 10 Minuten googelst, was gerade überhaupt abgeht. Ne? Ja. Also in dem Sinne, es gibt da schon Grenzen, würde ich behaupten, wo man die Grenze zieht. Das wäre die wirklich spannende Frage, wie ich finde. Ja, das wäre die wirklich spannende Frage. Tatsächlich, da hätte ich jetzt auch keine Antwort parat gewissermaßen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich kann ja sagen, ja, diese Person, ihr wisst dann, wer das ist, auch ohne, dass ich den Namen weiß. Ne? Das hat, ich glaube, am Anfang des Let's Plays hatte ich es mal angesprochen, oder? Dass ich hier ein bisschen bei Kripke Name and Necessity gelesen hatte im Zuge eines Seminars an der Uni. Das ist einfach ganz geil. Also Name und Notwendigkeit zu Deutsch. Ja, super spannend irgendwie. Wie können wir eigentlich über irgendwelche Sachen reden? Da geht es so ein bisschen darum. Ne? Also, um vielleicht mal ganz kurz vorwegzugreifen, es geht so ein bisschen um die Tatsache, woher kommt das Wissen bei Namen zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Teilaspekt, der in diesem Buch behandelt wird. Da geht es um so ganz simple Dinge wie, was weiß ich, wenn du irgendwas beschreibst, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ziemlich sicher. Ne? Ich weiß da nur nie, in welchem Let's Play. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Wenn du irgendwas beschreibst, ja, zum Beispiel, was weiß ich, da draußen sitzt eine Krähe. Na? Dann fragt mich jemand, yo, was ist denn eine Krähe? Dann sage ich, ist ein Vogeltier. Na? Dann wird gefragt, was ist ein Vogeltier? Dann sage ich, Vogeltiere können fliegen und die legen irgendwie Eier. Na, sind keine Säuger. Sowas kann ich erklären. Dann habe ich wieder weitere Termini eingeworfen, die ich wiederum über andere Termini erkläre. Wisst ihr, wie ich meine? Was sind denn fliegende Viecher? Ja, Sachen, die halt in der Luft sich fortbewegen können. Ohne, ich sag mal, technische Hilfsmittel zu nutzen, wie das beispielsweise der Mensch macht. So, dann kannst du sagen, okay, du hast jetzt hier den Menschen angeführt. Was unterscheidet den denn genau von einem Vogeltier? Ja, er ist zum Beispiel ein Säuger. Na, okay, was ist ein Säuger? Dann geht's da. Also, ihr merkt schon, oder? Es ist irgendwie schwierig, herauszukristallisieren, woher eigentlich die Eigenschaften, die wir oft als so verständlich wahrnehmen. Wenn ich euch sage, da sitzt eine Krähe, dann sagt ihr, ja klar, eine Krähe, wisst man ja Bescheid. Eine Krähe halt, die kann halt fliegen, ist halt ein Vogel, meistens schwarz irgendwie, ein relativ großes Tier für hiesige Vogeltiere, zumindest für die, die man regelmäßig sieht, mal abgesehen von irgendwelchen Bussarden oder Milanen oder dergleichen oder Schwänen. Schon eher größere Tiere, ne? Wir alle kennen das. Aber woher kommt das, dass wir das so gut verstehen können? Wisst ihr, wie ich meine? Es muss ja irgendwo die ultimative, irgendwo muss diese Kette ja losgehen. Irgendwo muss es ja das letzte Argument geben, das sagt, ja, und das hier kann man nicht weiter erklären. Das muss sich entweder durch sich selbst erklären, das musst du entweder durch was erklären oder das kannst du durch was erklären, was du davor schon mal gesagt hattest, dann ist aber zirkulär und zirkulär ist meistens Fehlschluss, ne? Also zumindest in der Philosophie betrachtet man das gerne als Fehlschluss. Das ist so, ja, ich bin dieser P und ich bin cool. Ja, warum bist du cool? Ja, weil ich auf YouTube voll den lässigen Channel hab und weil ich cool bin. Ja, Bro, weiß ich nicht, ne? Nochmal cool, schwierig. Und dann gibt's halt so Begründungszirkel, Begründungsregresse. Da kommen wir dann schon so ruckzuck auf Sachen zu, wie zum Beispiel Agrippas Trilemma oder so. So argumentiert man halt nicht gut in der Philosophie. Und das ist halt irgendwie ein Problem, ne? Weil woher kommt dann unser klares Verständnis davon, was wir meinen, wenn wir sagen, da ist eine Krähe, ne? Und was weiß ich, wenn wir rausfinden würden, dass alle Menschen
die jemals eine Krähe gesehen haben, unter dem Einfluss von dem Genju zu dieser Krähe waren. Ja, die Krähe hat irgendwie eine Special Power und das wussten wir bis jetzt nicht. Und alle Leute, die eine Krähe sehen, denken, die Krähe hat zwei Beine, dabei hat die Krähe aber eigentlich fünf Beine. Wir haben das nur nie gesehen. So, jetzt haben wir das rausgefunden. Würden wir deswegen die Krähe jetzt nicht mehr Krähe nennen? Nur weil sie nicht mehr zwei, sondern fünf Beine hat? Irgendwie nicht, oder? Also, ich finde das super spannend, über solche Dinge nachzudenken. Sag mal, was haben wir hier mit, was haben wir hier Beef? Sehe ich das richtig? Sind es drei Spinnen? Da sehe ich eine vierte. Eins, zwei, drei. Die alle ein bisschen verletzt sind tatsächlich. Eine vierte. Man könnte das probieren, Leute. Ich weiß nicht, wie viel Damage die gegen Robots machen. Ich würde aber fast sagen, wir... Na, nee, wir lassen das. Kein Bock, dass die jetzt hier direkt irgendwie einen Arm abtrennen, auch wenn ich nicht glaube, dass die hier irgendwo 200 Damage abziehen würden. Auf gar keinen Fall. Na, aber ich will es jetzt gerade nicht riskieren. Wir haben den Ashitaka dabei. Das war stressig, an den ranzukommen. Wir nehmen den jetzt erstmal mit und bringen den in Sicherheit. Alter Leute, unser Squad. Unser Squad wächst. Ey, wir haben ein Ziel zur Hälfte erreicht, ne? Also, ist ein bisschen fraglich, ob wir die 1 von 8 mit reinzählen wollen, weil das ist halt irgendwie kein Verdienst, das einfach nur das Spiel zu starten mit einem Skelett. Na, aber 2 von 8, 3 von 8 und 4 von 8, die können wir auf jeden Fall schon mal abhaken. Na, das ist doch eine coole Sache. Und damit haben wir gewissermaßen 50%, je nachdem, wie man das mit der 1 von 8 so sieht. Na, wie gesagt, da haben wir ja nicht sonderlich viel Zutun gehabt. Ne? Also es war jetzt ja nicht eine krasse Leistung irgendwie so. Was, P? Du hast das Game mit einem Skelett als First Character gestartet? Das ist ja echt krass, ne? Also, weiß ich ja nicht. Naja, wie dem auch sei, Leute. Ich bin so sterbensready. Der Ashitaka ist jetzt an Bord. Mit dem Katana, ne? Junge, Leute, ich hab so Bock. Jetzt geht die Party ab. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt ist die dringende Frage, was machen wir? Und ich würde sagen, die Antwort darauf ist Hustlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die wenigsten diese Antwort gerade hören wollen. Aber es ist jetzt wichtig, dass wir ein bisschen hustlen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt heim zu unserem Außenposten und manufacturen. Wir werden einfach ein bisschen Dinge bauen, ne, Sachen machen. Wir machen hier auf jeden Fall noch den Arzt rein, schmeißen den Arzt rein und lassen raus und lassen die Robotik drin. Ah, es hat geklingelt, aber es ist kein Thema, denn es ist Wochenende, das heißt, ich muss nicht an die Türe gehen. Ja? Weil Daphne da ist und so. Dann muss ich nicht an die Tür. Aber was war? Vielleicht denkt sie dasselbe. Das wird sich zeigen. Ist egal, ich warte gerade auf nichts. Passt jetzt schon. Was haben wir da? Ein Knochenhund. Den verhauen wir. Obwohl, wir können ihn danach nicht heilen. Das tut mir immer so unglaublich leid bei den Tieren. Ja, komm. So, Glück gehabt, kleiner Knochenhund, Hundili, ne? Wie sieht's denn hier schon aus? Athletik 18, Sneak 13 und geht rapide voran, ne? Geht rapide voran. Oh, Junge. Hier auf 65 geht's immer noch krank voran. 72 auch noch. Selbst auf 83 noch merkbar. Also, ist schon... Das ist schon ein bisschen crazy, oder? Also, da muss ich echt sagen, das... Da hat mich Genesis ein bisschen verwöhnt, oder? Also was heißt verwöhnt? Verdorben, beeinflusst. Genesis beeinflusst da gerade ein bisschen meine Wahrnehmung. Man kann es gar nicht anders sagen. In Genesis war gerade der Anfang super grindy und ich würde sagen, ab 80 ging es quasi gar nicht mehr vorbei, voran. Das ist hier anders, ne? Also stark, Ashitaka hatte auch eins. Das heißt, jetzt hat jeder wieder eins, wenn wir jetzt von Ashitaka aus das hier Burn geben. Obwohl, ich würde das hier bei Ashitaka drin lassen. Und Burn kriegt erstmal das hier. Weil Ashitaka hat da natürlich wahrscheinlich einen krassen Rückstand, oder? Wie steht's um deine Robotik? Minus zwei. Perfekt. Klasse, ne? Das, genau so brauchen wir es. Okay, Leute. So, Aufgabe jetzt wie folgt. Wir chillen an unserem Außenposten. Wir werden bei den meisten Raids standhaft bleiben, na, und den Kampf suchen, ganz klar. Wir werden die dann leer looten, zumindest diejenigen von denen, die wir kaputt machen können. Das werden nicht alle sein. Im Gegenteil, die werden für gewöhnlich wahrscheinlich immer erstmal uns fertig machen. Aber wir werden die Kämpfe mitnehmen, wir werden ordentlich looten und wir werden derweil ein bisschen bauen und forschen. Na?
So, das ist jetzt unsere Geschichte. Da sehe ich uns erstmal. Wir könnten uns überlegen, mit was machen wir für den Anfang Geld. Wir könnten sowas wie Electrical Components machen, ja? Dass wir erstmal sagen, elektrische Komponenten erforschen und dann daraus Kupfer ein paar herstellen. Dann würden wir nämlich direkt ordentlich Arbeit leveln. Bei elektrischen Komponenten baut man, glaube ich, sogar auf den Wissenschaftsskill, oder? Das heißt, das wäre halt auch super geil. Dann könnten wir Wissenschaft auch dann leveln, wenn wir gerade nichts Wissenschaftliches tun. Also nicht forschen per se, sondern quasi anderen wissenschaftlichen Tätigkeiten, in dem Sinne dem Bauen von elektrischen Komponenten nachgehen, können wir halt trotzdem schon mal für die Zukunft leveln, wenn wir dann wieder besser forschen können, weil wir das Geld dazu haben oder die Artefakte dazu haben, ne? Und generell, wie gesagt, den Arbeitsperk brauchen wir eh. Plus, ich würde gerne für jeden nochmal ein bisschen einen Leichnam Namili ranholen und dann vielleicht erstmal nur Kupfer grinden, nachdem wir jetzt eine ganze Menge Eisen gegrindet haben, dann die Eisenlager abbauen und dann jeden mit Eisen randvoll laden, weil Eisen schwer ist und dann noch eine Leiche dazu und dann mal Hardcore-Stärke leveln für eine kleine Weile. Na, ich rede hier jetzt nicht von 5 Episoden, ich rede hier von 2-3 Episoden, in denen wir das mal ordentlich praktizieren. Dann holen wir da auf jeden Fall ordentlich was raus, gar keine Frage. Das heißt, gucken gerade mal nach, wer hat hier welche Sachen, ne? Eisenressource, genau, Fullmetal, das ist gut. Hier kleine Kupferressource, schmeißen wir erstmal raus, machen wir hier auch, zack, die Eisenressource. Burn, ja, Eisenressource rein da. Und ich glaube, die hat 3 Arbeiterslots, nicht wahr? Dann könnten wir sagen, komm, Ashitaka, du gehst da noch rein. Ja, und dann machen wir Fullmetal da erstmal raus und Fullmetal sucht derweilen dann irgendwie schnell ein paar Personen, die wir bewusstlos schlagen und mitnehmen können, oder? So, Fullmetal, was ist denn jetzt dein Plan? Haben wir noch was zu forschen? Wird da geforscht? Da wird geforscht, oder? Ja, knallhart. Handelskarawane. Hi, komm, mit denen reden wir schnell. Einfach, damit die sich ein bisschen wertgeschätzt fühlen. Beanhop, moin. So, was habt ihr da? Die hätten ein paar elektrische Komponenten. Die haben eigentlich ganz netten Stuff, wenn wir jetzt nicht Skelette wären, ne? Das hier für ein Bett wäre cool, wenn wir nicht Skelette wären. Das hier zum Heilen wäre cool, wenn wir nicht Skelette wären. Das hier zum Essen wäre cool, wenn wir nicht Skelette wären. Und genauso mit den, ja, Nahrungswürfeln hier. Na, aber wir sind halt leider Skelette. Also was heißt leider? Ich find's super geil. Und entsprechend ist das leider ein bisschen uninteressant für uns. Naja, wie dem auch sei. So, Elektronikfertigung. Da wären wir nämlich direkt. Wisst ihr, wie ich meine? Das könnten wir jetzt loslegen. Kommt, das machen wir. Ganz, ganz klare Sache machen wir das. Einfache Außenbeleuchtung. Nee, leichte Windgenerator-Theorie. Die könnten wichtig sein für zukünftige Außenposten. Wären aber halt direkt nochmal 4 Bücher. Wollten wir nicht im Kern direkt noch Tech Level 4 machen? Ah, das waren direkt uralte wissenschaftliche Abhandlungen. Da geht natürlich erstmal nix. Industrie, ja, Eisenplatten und so noch hochleveln. Aufgebesserter Steinbau, let's go. Na, angetriebene Steinraffinerie. Eisenplatten 3. Ja, den ganzen Scheiß halt mitnehmen, oder? Ist schon wichtig. Steinverarbeiter 2 wird benötigt. Nee, kriegen wir dann. Hier Steinmine, safe. Ja, wir brauchen den ganzen Quatsch. Das ist doch, wie es ist. Wir brauchen jetzt die ganzen Utility-Sachen so, na, dass wir so ein bisschen grinden können, brauchen wir einfach. Also für später eh. Und ich will hier wirklich nicht lange bleiben, ne? Ich will jetzt hier nicht irgendwie, dass bei euch das Gefühl erweckt, oh ja, wir chillen jetzt hier irgendwie 5 Episoden und grinden. Nee, im Idealfall chillen wir hier genau diese Episode, bis wir irgendwie cool Leute da haben, mit denen wir dann auch, ne, bis Fullmetal fertig geforscht hat, dann irgendwie hier welche mitnehmen. Das machen wir jetzt. Guck mal, sind da, als hätten sie darauf gewartet, dass ich sage, ja, ja, genau die mitnehmen und so, ne? Junge, hier sind ja gerade alle. Hier, 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 direkt eine Juicy Group, geil. Ja, aber wie gesagt, erstmal Stärke und dann Training. So, wir nehmen ihn. Ja, nimm mal mit. Dann hau noch ihn. Wie lange ist er bewusstlos? 65 Sekunden, das müsste reichen. Neil, heb den mal auf. Burn, komm mal hierher. Ashitaka, komm mal hierher. Mach mal ihn noch. So, zack. Und hier noch mit 87 dürfte er auch hinhauen, oder? Zack, ja, alles klar. Burn. Aufheben. Ashitaka. Aufheben. Fullmetal, du bleibst noch ein bisschen hier. Ashitaka braucht natürlich eine ganze Weile. Ich hoffe, das reicht. 70 Sekunden müsste klar gehen, oder? Ja, genau. Nehmen wir direkt schon mal den Stärke-Grind mit, so gut das eben geht.
So, reicht das hier? Ja, das reicht, oder? Ja, das kriegt Ashitaka safe noch hin. Perfekt, okay. Easy. Na, sind alle versorgt, was das betrifft? Haben wir direkt geregelt? Jetzt würde ich ganz gerne, zieht mal alle noch eure Rucksäcke an, damit ihr wirklich maximal scheiße seid, so in allem. Und ich würde fast behaupten, den hier kriegt so lange Ashitaka. Ja, gut. Okay. Ashitaka, sei mal richtig kacke. Genau. Warnung, Banditenforderung bewegt sich auf Skeletons zu. Das ist jetzt in dem Sinne blöd, dass wir gerade Leute rangeholt haben. Nein, in dem Sinne looten wir die direkt mal aus. Na, weil die werden wir jetzt ziemlich sicher direkt wieder fallen lassen. Dann will ich aber mindestens den ihr Zeug haben, ne? Nicht in Handelsreihe, Bruder. Du stehst daneben. Jetzt steht ihr ineinander. Jetzt bin ich aber gespannt hier, was hier mit Handelsreichweite und so, ne? Ja, ich bitte darum. Wurde die Handelsreichweite vielleicht geändert mit dem letzten Patch? Das könnte sein, ne? Hab's Gefühl, dass seitdem vielleicht so ein paar Dinge nochmal... Ich weiß es gar nicht. Ich müsste mal durchlesen, was genau da eigentlich geändert wurde. Also was so die Idee war, so, ne? Ich dachte, das wäre nur für dieses Tool, mit dem man moddet, dass die nochmal ein paar Anpassungen gemacht haben. Das ist ja in letzter Zeit noch relativ... Oder was heißt in letzter Zeit? Das ist ja generell noch relativ viel passiert hier und da. Dachte ich, die haben solche Geschichten gemacht gewissermaßen. Aber na, ich weiß es eben einfach nicht genau. Müsste ich wirklich mal mich schlau machen eigentlich. Vielleicht weiß ja jemand von euch. Haut immer gerne raus, wenn ihr da die Infos habt. Ich nehme sie dankend an. Gar keine Frage. So, dann machen wir hier mal ein bisschen, na, bisschen Ordnung in den Puff hier. Nee. So. Das macht keinen Sinn. Ja, können wir hier vielleicht so machen, oder? Ja, das ist halt auch super blöd hier. But it is what it is, ne? Dann können wir da nochmal die Schuhe reinnehmen. Wir können das hier rüberpacken und da vielleicht so eine Dreierkette mit Helm machen. Geht hier halt nicht, gell? Ist zu eng. Das hier ist halt super ärgerlich. Aber der Säbel passt da auf jeden Fall noch hin. Das passt da noch hin. Dann können wir da theoretisch nochmal Schuhe hinpacken. Ich glaube aber nicht, nimm mal die Keule als Equipment-Teil. Kann da noch der Helm mit dazu. Ich würde gerne die Hose noch mitnehmen. Ja, so, oder? So, dann ist Ashitaka schon mal Vollgas überlastet, oder? 86%, so muss das sein. Cool. Cool. Na, obwohl vielleicht, Ashitaka, guck mal, pack mal diese Sachen direkt hier rein. Ja, das ist nämlich die Handelsreichweite, ne? Die OG-Handelsreichweite gewissermaßen. So, denn die Bandits sind ja jeden Moment da, oder? Das ging ja immer super schnell. Ja, da kommen sie auch schon, guck mal. Ich würde behaupten, mit denen fahren wir Schlitten. Oder, Leute? Dann gibt's ein kleines Trainier, Nirili, ne? Und dann geht richtig die Party ab. Und da wir die ja bewusstlos, da wir die komplett kaputt hauen, können wir jetzt auch unsere Leute absetzen und einfach reinmetzeln, ne? Gar keine Frage. Setzt mal alle eure Jungs ab. Brauchen wir nicht. Wir gehen rein, Leute, ne? Habt ihr jetzt abgesetzt oder habe ich jetzt mit dem Sneak den Absetzen überspielt? Ne, wurde abgesetzt. Okay, klasse. Ashitaka, dann bei dir wie folgt. Guck mal, du nimmst deinen Rucksack und packst ihn im Idealfall genau hier rein, so wie er ist, damit unser Loot safe ist. Ja, klasse, burn. Ziehst deinen Rucksack einfach aus. So do you, Neil. Und dann geht die Party hier ab. Das kracht, oder? So, wo wollt ihr euch mit uns anlegen? Hier, Banditenforderung hat Skeletons erreicht. Guck mal, das sind 5 Stück. Na, den fahren wir Schlitten, dass sich die Balken biegen. Hier, alle angreifen. Warum greift ihr nicht an, Leute? Kommt raus, ihr jammernden Rattenheulsusen. Ja, ja, chillt mal. Komm mal, Aufgaben aus. Bleibt mal schnell hier, Leute. Die wollen Beef mit uns, ne? Und das nehmen wir natürlich. Ah, jetzt kommen die Jungs noch rein. Staubbanditenbogenschütze, ne? Das sind die Leute, die wir da gerade abgesetzt haben. Hauen wir erstmal die weg, ne? I see. Oh, ja, genau so. Und jetzt will ich bitte hier... Die sind jetzt wichtig. Oh, schaut mal hier direkt. Na, so muss es sein. Hier sehe ich gerade ein bisschen zu viele rote Zahlen für meinen Geschmack, aber das wird... Ashitaka, stimmt, wie sieht's bei... Wir gucken mal bei Ashitaka ein bisschen rein, oder? Ich denke, er wird am wenigsten lange stehen, deswegen macht es Sinn, mal am Anfang bei ihm rein zu... Oh, Junge, Ashitaka, ich bitte dich... Ja, Katanas für den Anfang. Ist halt einfach so, ne? Die sind leicht, die sind let's go. Er kämpft auch gegen jemanden, der unbewaffnet ist, gewissermaßen, ne? Aber, ja, das ist doch stark hier.
Oh, da war er fast ready zum Block. Ja, eben, Ashitaka, stark. Junge, er ist ein richtiger Prinz, oder? Prinz Ashitaka, ganz klare Sache hier. Da oben schon wieder die nächste. Ey, wir haben uns auch echt einen Spot gesucht, an dem Day and Night Party ist, oder? Ja, Ashitaka, zeig mal her. Wie sieht's aus? Oh, Alter, Ashitaka, strong. Ich sehe schon, Ashitaka wird komplett gestört sein, ne? Ja, das ist alles okay, Ashitaka. Damit muss man klarkommen. Zähigkeit direkt auf 2, ne? It is what it is. Wie sieht's beim Rest aus? Burn. Oh, burn, Junge. Ja, das ist hier ein bisschen blöd im Crossfire von 2 Leuten. Da gehen wir jetzt hin. Na, normalerweise bin ich nicht so ein Clicky-Boy, aber was sowas betrifft, eindeutig. So, Fullmetal, wie sieht's bei dir aus? Brust schon ein bisschen gelitten, aber ansonsten gegen 3 Leute kommst du ganz gut klar, oder? Haust du hier auch raus oder kriegst du nur auf die Brust? Oh, I see. Du gibst auch auf die Brust, ich verstehe. Oh, Junge, die haben ja schon alle gut kassiert. Stark, Fullmetal. Ah, Ashitaka down, aber easy down. Na, gar kein Problem down, sondern alles okay down. Hier nur linker Arm stressig, das heißt, Burn geht eventuell bald in den Nahkampf. Auf den Zweitwaffe, Nebenhandwaffe. Ey, wie ich das immer durcheinander bringe. Es ist so verrückt, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, ne? Ich krieg's einfach nicht hin. So, Neil, wie sieht's bei dir aus? Fullmetal hat es geregelt gegen 3 Leute? Okay. Junge, Ini hat er ja komplett zusammengefaltet. Ich zeig dir gestreckter Winkel. Ah, nee, das ist sein Bein. Alter Junge, die sind Arsch an Arsch. Ja, okay, die wurden hier ja gut verprügelt, ne? Also, ich muss sagen, ich war mir sicher, dass wir das gewinnen. Ich war mir aber nicht sicher, ob wir das direkt auf den Anhieb gewinnen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass wir vielleicht alle einmal bewusstlos sind. Aber klar, was natürlich jetzt gerade dazu kommt, seit den letzten Kämpfen hatten wir halt viel mehr HP. Ne? Wir waren ja wieder voll geheilt, kein Verschleißschaden mehr und so. Hätten wir jetzt hier auf der Brust 130, wären wir schon lange am Boden, ne? Also zum Beispiel der Neil auf jeden Fall. So, Fullmetal, jetzt zeig dir mal, warum, ne? Warum's Leben ist, wie's Leben ist. Alter, es sah gerade so cool aus, als wäre er seinem Pfeil ausgewichen, weil von unten hier der Angriff kam, ne? War schon ziemlich lässig. Alter, Fullmetal dubbt die zusammen. Oh, Junge, Alter. Leute, wir fahren komplett Schlitten mit denen, die Armen. Ashitaka, wie geht's dir? Startet neu, ja, alles gut. Alles gut, Ashitaka. Stark. Alter, die wurden ja komplett verhauen. Junge, Junge, haben wir die nackig gemacht. Alter, wir haben denen so die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Und Re-Rap. Die looten wir jetzt alle. Die werden komplett gelootet. Ashitaka, heil dich bitte auch selbst. Ey, ihr da, Städter. Ja, wir sind richtige Städter, gell? Von da drüben. Ihr habt Tiere. Was habt ihr denn? Ziegen? Garus? Ja, natürlich hätten wir Bock auf Garus, aber wir sind Skeletons. Habt ihr auch nicht organische Tiere? Nee, die Tiergeschichte mache ich dieses Mal nicht nochmal. Das sehe ich nicht ein. Ne? Wir machen hier einen Skeleton-Only-Run. Und ansonsten sehe ich da nix. Ja, genau. Hackt sie dumm. Wo Ashitaka? Ashitaka. Alter Haudegen, ne? Geh du mal hier ins Solo. Ihr drei zieht euch zurück, sobald ihr den hier kaputtgeschlagen habt, okay? Ja, ja, genau. Lass das mal in Ashitaka machen. Nee, Ashitaka, komm, zack. Rein da. Ja, ja, genau. Und ihr drei macht so lange mal ein bisschen Passive Action, ne? Bleibt mal hier. Ashitaka regelt das. Warum darf Ashitaka das nicht regeln? Okay, die sehen das nicht ein, dass Ashitaka das regelt. Dann ist es, wie es ist. Können wir jetzt nichts machen, ne? Ah, ne, nicht sneaken. Passive ausmachen. Steht hier der Nächste auf? Ja, dann hackt den mal dumm. Okay, so, und jetzt müssen wir die hier mal noch looten, oder? Fullmetal, hast du den Rucksack? Ah, ne, Ashitaka hat den Rucksack. Niemand hat den Rucksack, weil der Rucksack mit Loot hier drin liegt. Ah, so, dann zeig mal her. Pack das mal alles in die Kiste.
Ja, wir haben schon viel Loot, ne? So ist es nicht. Ist eigentlich eine coole Sache. Ne? Klingt so, als würde ich mich darüber beschweren. Eigentlich ist es eine super coole Sache, aber ne, passt halt gerade nicht mehr sonderlich viel hin. So, dann pack mal deine Eisenerze in die dafür vorgesehene Chesto. So, und jetzt looten wir nochmal ordentlich hier, ne? Wir können das vielleicht bei den Tierhändlern verkaufen direkt, oder? War das Standard? Alter, Rang Standard. Not bad. Wer kriegt das? Vom Staubboss. Ja, Ashitaka, oder? Klare Sache, Mann. Ashitaka kriegt direkt mal hier eine ordentliche Rüstung für die Beine, ne? So, Ashitaka, guck mal. Nimm mal alles mit, was irgendwie, ne? Nicht bei zwei auf der Mauer ist. Alles, was man verticken kann. Also einfach alles nehmen wir mit hier. So, die werden komplett leer gemacht, die Jungs, ne? Aru tragen deine Vorräte. Ja, ich weiß. Und sie sind dabei auch noch süß. Das erwähnen die nie, aber wir alle wissen, dass es so ist, ne? Jeder findet auch die Garus süß. Wie das sich manchmal einfach einscheißen will. Ne? Einfach, es will das. Alles andere sieht das dann nicht ein. Ist manchmal will sich das einfach einkacken. So richtig dreckig einscheißen. Jetzt, das ist doch nicht euer Ernst hier. Wieder an die Arbeit, Leute, ne? Aufgaben an, zack, arbeiten hier. Vor allem sollt ihr euch alle wieder jemanden holen hier, ist ja klar. Ah, Staubboss, ja, Logo, heb auf. Hebt auf die Guten. Alter, Full Metal. Hat sich schon voll gehealt. Wohin rennen die jetzt? Okay, die machen irgendwie so eine komische Sache. So, Ashitaka, kannst du da mal... Hunde sind gut für Schutz und Gesellschaft und dienen als Notfallnahrung. Ja, kann man machen. Ziegen eignen sich für Ziegenzeug. Ja, immerhin, ne? Ich hoffe, der Ashitaka kommt überhaupt noch rechtzeitig da an. Komm. Nun gut, wir gehen für heute. Alles klar, zeig mir, was du hast. Kann ich bei denen irgendwie was verkaufen? Nee, gell? Oder? Kein Platz für den... Okay, ja, da kann ich leider gar nichts verkaufen. Ja, schade. Ja, natürlich hätte ich Bock auf Tiere, Leute. Ist auch süß, dass ihr hier vorbeikommt extra, ne? Aber läuft bei uns gerade leider einfach nicht. Ashitaka, hiel dich hoch. Ja, eben, ne? Kleines Ashitaki-Li. Genau, da muss ordentlich gehealt werden. Ist ganz, ganz klar. Okay. Dann hauen wir die hier wieder in Sneak. Heilen die sich gerade auch noch. Perfekt. Full Metal ebenfalls, Ashitaka E. Und dann würde ich behaupten, hier Ashitaka, gib den mal Full Metal und Full Metal rennt direkt zum Verkaufen, oder? Macht schon Sinn. Ja, den zieht er an und das hier müsste ja auch noch irgendwie gehen. Klasse. Ja, Full Metal, zeig mal her, wie sieht's jetzt aus? Ja, easy, genau, Säbel hast du an, muss ich dann nachher dran denken, aber werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Dann gehen wir direkt verkaufen, machen ein bisschen Cash. Und dann könnten wir theoretisch direkt nochmal gehen. Na, also, es ist Obst im Haus. Ganz klare Sache. So, Neil, dann loot du mal hier noch aus. Na, wir wollen schon echt alles mitnehmen. Ich bin da jetzt knallhart, wir nehmen die komplett bis aufs letzte Hemd aus. Na, ich kenne da jetzt nichts. Wir brauchen das Cash und ich will hier nicht, ich habe von Anfang an gesagt, ich will nicht wieder ein Let's Play machen, in dem wir am Anfang nur arbeiten. Na, das haben wir oft gemacht, das ist so eine Casual-Herangehensweise von mir. Ich finde auch, dass die durchaus ihre Daseinsberechtigung hat, na, so ist es nicht. Aber für dieses Mal wünsche ich mir das einfach nicht. Na, das kriegen wir diesmal anders hin. Und zwar, indem wir komplett frech alles leer looten. Na, hier, nimm mal mit, genau. Rucksack kannst du auch wieder anziehen. Perfekt. So. Full Metal. Bei dir gucken wir jetzt rein. Wie bist du überlastet? 59%. Perfekt. Damit sneaken wir zur nächsten Stadt. Denn Full Metal braucht dringend noch mehr Stärke. Nicht nur wegen seinem Damage-Output, der ist ja später dann eh irrelevant, sobald wir umsteigen auf Fernkampf. Sondern vor allem, damit wir ihn als Scout noch besser benutzen können. Ne? Wir brauchen einfach einen Scout, der jemanden tragen kann und trotzdem Full Pace im Sneak unterwegs ist oder so. Ja, das wäre schon geil. Oder mal zumindest ohne Sneak 24, 25 mph rennt, auch wenn er jemanden trägt. Das wäre hammergeil.
dann wären wir in Bezug auf, wir rekrutieren neue Leute, zack, Fullmetal rennt nach da, nach da, nach da und guckt, ob jemand da ist, ne? Das wäre halt schon einfach alles in allem am chilligsten, wenn wir es so handhaben könnten. Schaut doch, wie süß und klein die kleine Ziege ist. Kleines Ziegili. Hoffentlich haut uns die große Ziege nicht aufs Maul. Obwohl Fullmetal die packen würde, ne? So eine Ziege mittlerweile, doch, doch, auf jeden Fall. So, und ihr seid gut am Hacken hier. Klasse. Wo, Ashitaka? Ashitaka? Ach, du hast deine Aufgaben noch nicht wieder an. My bad. Dann rein da. Ja, die ziehen da gut durch. Und Fullmetal regelt sein Zeug, ne? Klasse, Leute. Das wird so geil. Oh, ich sag's euch, es wird so gut. Was hast du denn rausgeholt? Guck mal, Katana ist direkt auf 7 geholt, Nahkampf 5, Nahkampfverteidigung 10, Athletik schon 21, Schleichen schon 20, körperliche Arbeit 6, Stärke 5, Zähigkeit 4. Na, da hatten wir, glaube ich, bei minus 2 gestartet gehabt, oder? Geschick 4 für Katana ist natürlich auch super wichtig. Ja, ja. Sehe ich schon auch sehr, sehr hart. Sehe ich schon auch sehr, sehr hart. Wird geil werden. Auch bei Fullmetal, dass wir das Geschick mehr und mehr mitnehmen, da wir jetzt halt immer mehr Moves raushauen, weil wir einfach schneller und besser werden in Martial Arts, ne? Wird das Geschick sich erstmal, auch wenn es immer weiter steigt, wird natürlich, steigt es generell langsamer, weil wir auf einem höheren Level sind, aber da wir auch immer mehr Moves einfach versenken, mehr Treffer landen, gleicht sich das erstmal eine ganze Weile aus, finde ich, beim Geschick, wenn man Martial Arts reingeht. Und wir werden vom Geschick gestört profitieren, sobald wir mit den Schusswaffen unterwegs sind, oder? Die sind doch wichtig. War das nicht so? Skalieren die nicht auch ein bisschen über Geschick? Was machen die? Oder war das nur Wahrnehmung? Nee, ist schon auch Geschick, oder? Ja, ja, das ist ziemlich sicher auch Geschick. Ja, auch wenn ich sie jetzt gerade irgendwie an keinem Wert wirklich festmachen kann, aber es ist ziemlich sicher auch mit Geschick, oder? Da gibt es bestimmte Real Ones unter euch, die da safe besser Bescheid wissen als ich, ne? Wie gesagt, bei... was wollte ich jetzt sagen? Bei Fernkampfwaffen bin ich einfach nicht ganz so sehr drin. Wie gesagt, ich hatte noch nie jemanden, den ich so hart Fernkampf gespielt habe, dass ich Fernkampf richtig lieben gelernt habe. Aber das werden wir dieses Let's Play ziemlich sicher ändern. Ne? Sollen wir hier direkt welche mitnehmen? Safe, oder? Was brauchen wir denn für den Anfang? Oder halt nochmal ein Skelett-Reparaturset. Könnten es auch erstmal sparen. Ich würde sagen, na... Ja, komm, wir nehmen die jetzt mit, oder? Wären halt nochmal 15 Stück oder so. Wäre schon geil. Ja, komm. Na, wie viel sind's? Ja, 13. Auch okay. Wir können ja direkt nochmal verkaufen. Na, so ist es ja nicht. So, Fullmetal, dann zeig mal, wie du so unterwegs bist. Schaut mal, 6 mph im Sneak jemanden tragend. Na, ist natürlich auch ein Rucksackding. Wie ist es ohne Rucksack? 12 mph im Sneak jemanden tragend. Ja, da muss auf jeden Fall noch mehr gehen. Gar keine Frage. Dann rennen wir halt zurück und wir verkaufen, glaube ich, direkt nochmal. Das ist jetzt kein Big Money, was wir so machen. Na, für Tag 20 sind wir gestört arm. Also normalerweise bin ich um die Zeit weit reicher, aber ich habe auch normalerweise um die Zeit weit mehr gearbeitet. Also das auf jeden Fall. Jungs, kommt mal dahin, wo die Fackel ist. Ja, das ist jetzt gerade, wenn die Nacht einbricht, sehr wichtig. Ist irgendwie immer Ashitaka, der das Zeug wegbringt, ne? Hat das einen Grund? Also mir ist es egal, ist ideal, ne? Der soll hier schön viel Stärke am Anfang... Sag mal, Ashitaka, trägst du gar niemanden? Du trägst gar niemanden? Was ist da los? Nimm mit. Na also, dann direkt wieder hierher. Wir wollen den Stärke-Grind sehen, Ashitaka. So muss es sein, ne? Da muss ordentlich gegrindet werden. Okay, klasse. Dann laden wir uns direkt nochmal voll. Und dann bin ich megamäßig gespannt, nächste Episode nochmal ein bisschen forschen, beziehungsweise Ende dieser Episode mal noch die Forschungen durchlaufen lassen, oder? Ende dieser Episode, sagte er, als er schon längst überzogen hat. Oh Mann, Leute, ich bin so im Tunnel. Ich bin so im Tunnel. Das ist wirklich, das ist eine Qualität. Das ist eine Kenshi-Qualität. Ich dachte ja, easy haben wir noch Zeit, ne? Keine Chance, ey. Ja, das mache ich jetzt noch schnell. Hier wenigstens das Zeug reinpacken, ne? Also auf jeden Fall. Alter Junge. Das ist so typisch Kenshi, oder? Also bei mir kann das... Das versteht mich nicht falsch. Viele Spiele können das. Aber kein Spiel kann das bei mir so wie Kenshi.
Also, dass man die Zeit nicht so ein bisschen vergisst, sondern irgendwie komplett lost ist, ne? Also, ich war ja vollkommen off. Ich dachte jetzt, ja, ich habe irgendwie noch eine Viertelstunde oder so. Nicht mal ansatzweise, ne? In dem Sinne, Leute, sehen wir uns in der nächsten Episode. Da wird nochmal verkauft, fertig geforscht, Stärke und Stuff gelevelt. Und dann würde ich eigentlich wirklich gerne umziehen. Ne? Einen Spot suchen, wo wir dann richtig schön erstmal ein ähnliches Setup aufbauen. Ne? Wir werden erstmal das hier aufbauen und das hier aufbauen. Das heißt, wir brauchen natürlich erstmal wieder ein bisschen Materialien. Wäre die Frage, ob wir die noch hier grinden oder uns die Materialien zusammenkaufen, die wir benötigen, um das selbst grinden zu können vor Ort. Na? Ich glaube, zweiteres wäre eher mein Ding, da das alles in allem schneller geht jetzt, oder? Weil wir dann nicht ganz so viel brauchen. Ja. Und den Grind müssen wir ja eh leveln. Also mehr körperliche Arbeit zu betreiben, dann vor Ort, um eben uns unser Haus und unseren Ventilator beziehungsweise ja, unser Windrad zusammen zu grinden. Das ist so oder so wichtig. Ja, dann sehen wir uns, Leute. Nächste Episode wird gestört. Ich hoffe, wir kommen gut voran. Und ich hoffe, wir finden einen geilen Spot für den Außenposten. Vielleicht bleiben wir auch erstmal noch ein bisschen hier. Wir werden sehen. Ich wünsche euch was. Lasst Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade.